Willkommen zu einem ganz spannenden Staubsauger-Roboter-Test. Ich habe hier von Roomba den neuen i3 Plus bekommen. Roomba gilt es ein bisschen als teuer unter den Staubsaugerrobotern. Der kostet allerdings nur rund 450 Franken mit der Ladestation 699 Franken. Ich bin gespannt, was er kann. Zuerst müssen wir natürlich, bevor wir ihn kurz ausprobieren können, auspacken und installieren. Wir haben natürlich die Version mit der großen Station erhalten, die also auch absaugt und nicht nur lädt. Sieht man an der großen Verpackung. Gucken wir mal hier rein, was das alles drin hat. Ja, hier mal separat. Hoppala, ist der Roomba i3. Das Plus steht eben für die separate Station. Gucken wir hier doch hier mal rein. Oh, sieht schick aus. Das hier fast ein bisschen wie Teppich, aber es fühlt sich dann doch nach Plastik an. Aber schön gemacht. Erstaunlich leicht ist da der Akku schon drin. Sieht eigentlich so aus. Hier Schmutzauffang, drehbare Motoren. Hier fehlt einer, muss ich vielleicht noch einbauen oder man kann einen zweiten reinmachen. Mal schauen, sieht gut aus. Was hat sonst noch da drin? Stellen wir das mal hier hin. In der Schachtel die Bedienungsanleitung. Inklusive mit der Ladestation. Sieht doch gut aus. Dann wollen wir weiterschauen, was ist noch in der großen Verpackung drin. Ich würde sagen, wir haben alles. Hier sind die Beutel. Hier fährt der Roomba dann rauf. Kann hier abgesaugt werden. Man muss nicht mehr von Hand automatisch alles reinigen. Was es dazu braucht ist, sind diese Dinger hier, diese Beutel, die kann man kaufen. Funktionieren eigentlich wie bei einem normalen Staubsauger. Die werden hier reingesteckt, das passiert alles dann vollautomatisch. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Machen wir mal zu. Sieht doch gut aus. Ich würde sagen, dann installieren wir doch mal das Ganze. So, rund 10 Minuten mussten wir investieren für die Installation. Am einfachsten macht man das über das Handy mit der Roomba App. Da wird man schön Schritt für Schritt durchgeleitet. Was natürlich auch sein muss, ohne Registrierung bei der App funktioniert nichts mehr. Und dann geht es halt Schritt für Schritt weiter mit dem WLAN verbinden. Alles wird connected. Rund 10 Minuten. Es ist nicht so schwierig eigentlich. Geht es ziemlich rasant und dann ist der Roomba einsatzbereit. Was auch noch wichtig ist, darf man nicht vergessen, man muss die Station an einem geschickten Ort platzieren und bevor man dann lossaugt, sollte man auch seine Wohnung ein bisschen präparieren, denn stark sind diese Sauger nur, wenn man nicht so viele Dinge am Boden rumliegen hat und wenn man auch vielleicht alles ein bisschen so organisiert hat, dass er runterkommt unter die Möbel und dass er gut saugen kann. Und dann würde ich sagen, ja, man kann ja alles mit der App steuern. Versuchen wir mal einen ersten Saugumgang. Überall saugen. Los geht's. Oh, er legt gleich los. Ich bin im Weg.
Was ist der erste Eindruck nach dem Reinigen? Wie man da hört, ganz leise ist er nicht. Im Hintergrund surrt er hier rum. Also wenn man irgendwas daneben machen möchte oder auch mit jemandem sprechen, unbedingt laufen lassen sollte man ihn nicht. Das haben allerdings auch andere dieses Problem. Das ist einfach so, dass auch in den letzten Jahren hier nicht wahnsinnig große Fortschritte gemacht wurden. Es ist auch eher ein bisschen hoch, 9,2 cm muss man vielleicht messen, wenn man Möbel hat, die relativ knapp sind. Sonst, er ist sehr zügig, sehr zielgerichtet, macht das sehr systematisch und hat schon einen guten Eindruck, weil man ihn auch über die App schön steuern kann und dann eben auch kann sagen kann, starten, stoppen und auch sonst. Erster Eindruck, er putzt wirklich sehr sauber, so wie man das erwarten kann. Und man darf nicht vergessen, der Preis ist mit 450 Franken ohne die Absaugstation sehr günstig. Ein Einstiegspreis und man bekommt wirklich Top-Qualität. Was ich gar noch nicht groß ausprobieren konnte, sind alle die zusätzlichen smarten Funktionen. Sollen wir mal schauen, wo er ist und sagen noch schnell auf Wiederhören. Und dann werden wir den ausführlichen Test natürlich in den nächsten Tagen und Wochen durchführen und dann auch darüber berichten, wie er sich so in der Langzeitstudie sozusagen schlägt. Ja, da haben wir ihn ja richtig systematisch, saugt er hier alles Schritt für Schritt ab. Ich habe da ein bisschen abgesperrt, weil damit der Rest des Wohnzimmers nicht gesaugt wird, mache ich immer so, ist eigentlich sehr praktisch. Kann man auch ohne irgendwelchen elektronischen Schnickschnack ganz einfach machen. Ich würde sagen, gelungener Einstand für den günstigen Roomba und es zeigt auch, dass die Markenprodukte nicht immer wahnsinnig teuer sein müssen.